Ja, heute stelle ich euch einen Le Nein, keinen Laptop vor. Ganz was anderes. Vor ein paar Tagen, am 1. April, meinem YouTube-Geburtstag und auch der Tag, wo Luca und ich gemeinsam den Livestream gemacht haben, wo wir beide Geburtstag gefeiert haben, weil ja auch Luca, also Breaker Break, auch Anfang April mit seinem Kanal gestartet ist, ein Jahr vor mir. Und ihr habt es ja gesehen, ich habe ja auch am 1. April sein Reaction-Video bei mir hochgeladen. Und ja, ich möchte diese Ehre gerne zurückgeben. Heute ist sein eigentlicher YouTube-Geburtstag und ich habe mir gedacht, wenn er auf mein erstes Video reagiert hat, reagiere ich auf seines. Und genau das machen wir jetzt. Und nicht wundern, es ist eines der wenigen Male, wo ich dann wirklich mit Kopfhörern hier sitze, damit wir dann den Ton nicht doppelt drauf haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So, ich habe jetzt da sein erstes Video vor mir. Sorry, wenn ich nicht die Kamera schaue, ich muss mir das natürlich am Laptop anschauen. Also, zuallererst einmal, man sieht schon einmal sofort, was sein Hauptzielgebiet ist. Star Wars und Technik. Also, das ist einmal ganz, ganz klar. Man hat im Hintergrund einige schöne Modelle. Den Defender, den roten Kran, hinten gerade hinter der Schulter versteckt der Aerox. Und eben vorne das Modell, was er gerade hier vorstellt. Aber eines muss ich gleich mal dazu sagen. Also, die Frisur, irgendwie hat die was. Irgendwie hat die was. Naja, schauen wir mal. Hallo, grüße euch und ein herzliches Servus von mir. Ich bin der Luca von Brickabrack und in diesem meinem allerersten YouTube-Video möchte ich euch dieses Set hier zeigen aus der Lego Technik-Reihe, die Nummer 42094, der Kettenlader. Oder auf Englisch, ich zeige euch die Box und schiebe das mal beiseite. Der Tractloader. Er hat gute 830 Teile. Und man kann, seht ihr hier unten schon, ist ein 2-in-1 Modell, das heißt, man kann zwei Modelle draus bauen. Das, was innen raschelt, das sind nur die Tüten, die habe ich mir einfach mal aufgehoben. Vielleicht baue ich es irgendwann in die Tüten wieder zurück, mal sehen. Also, man merkt ein bisschen schon, dass er noch etwas unsicher ist zur damaligen Zeit. Ich meine, ja, klar, bei mir war es so, ich habe natürlich sehr, sehr viel Erfahrung, was Mediengestaltung betrifft. Ich habe ja einige Zeit ehrenamtlich an einem Medienprojekt mitgewirkt. Aber ja. Für den Anfang schon mal nicht so schlecht. Nette Begrüßung, gleich aufs Modell eingehen, sich kurz vorstellen. Ja. Schauen wir weiter. Hinten habt ihr schon die Funktionen gesehen und hier vorne seht ihr noch die zwei Baumstämme. Die sind auch im Set enthalten, nur ich habe sie jetzt nicht da. Hinten seht ihr die Funktionen. Naja, er hat ganz kurz die Schachtel hinten gezeigt, da hat man nicht allzu viel gesehen. Und ja, ich habe die Baumstämme nicht da. Jo, Vorbereitung ist alles, das Problem kennen wir. Und das hat sich bei ihm und bei mir bis heute nicht geändert. Ich glaube, die liegen oben irgendwo in meiner Vitrine. Ich hätte sie mir herrichten sollen für das Review hier, aber ich glaube, das geht auch ohne. Hätte, wie gesagt, kennen wir. Hinten die Funktionen zeige ich euch dann gleich selbst am Modell. Ansonsten, ja, der Karton ist für ein 830-Teile-Set relativ schmal. Der Karton vom Boah, ich weiß die Nummer jetzt nicht mehr, vom Gabelstapler, vom letzten Lego Technik Gabelstapler. Der war, obwohl er nur 500 Teile hatte, doch deutlich breiter. Ja gut, keiner von uns ist Thomas Panke, der alle Nummern auswendig kennt, da ist er schon okay. Oh, Transformers hat auch da unten stehen. Battleship Bismarck, ja, schön, schön.
Ja, von der Stimmlage her noch relativ eintönig, aber wie gesagt, das ist die noch vorhandene leichte Unsicherheit. Aber ja, er hat sich ja einiges verbessert in den Jahren, das muss man schon dazu sagen. Ich zeige euch zuerst noch die Anleitung. Das ist die hier. Es ist nur eine Anleitung fürs A-Modell. Die fürs B-Modell müsst ihr euch auf der Lego-Homepage runterladen. Und das Bauen ist wirklich entspannt. Also es sind kleine Bauschritte. Hier wird einfach mal nur was dran gesetzt, was man zuerst gebaut hat, gedreht. Und ja, also es passt. Also es ist wirklich, nein, muss ich wirklich sagen, entspanntes Bauen. Und hinten habt ihr noch eine Teileliste. Es ist gut, wenn was fehlt. Gefehlt hat mir jetzt nichts. Kurz und knackig über die Anleitung übergegangen. Ja, vielleicht teilweise ein bisschen länger zeigen, aber ja, wie gesagt, erstes Video. Was er erwähnt hat, Teile haben keine gefehlt, muss ich ehrlich sagen, das ist mir allgemein bis jetzt sehr, sehr selten bisher passiert. Bei Lego eigentlich noch gar nicht. Nein, eigentlich noch nicht. Da habe ich nur den Support angeschrieben wegen dem netten Bettmobil, was ich hinten stehen habe, wegen der matten Plate, Teil, Entschuldigung, der matten Fließer, der 6x6 und beim Ecto One genauso die auf der Motorhaube. Aber sonst gefehlt hat eigentlich bei mir bis jetzt noch nichts. Ich glaube auch das letzte Mal, als mir wirklich bei einem Lego-Set was gefehlt hat, das war bei einem ExoForce-Set von vor 10, 12 Jahren. Da erwähnt er es auch, also auch bei ihm kommt das sehr, sehr selten vor. Also es passt. Das hier ist der Stickerbogen mit 18 Aufklebern. Ich habe die dran gemacht. Mir hat es hier bei dem Set gut gefallen. Könnt ihr euch ja selber aussuchen, ob ihr die dran machen wollt oder nicht. Sehr schön, offen lassen. Was wollt ihr mit den Stickern machen? Ist eine ewige Diskussion, das kennen wir eh. Jo. Ja, kurz gezeigt, auch passt vollkommen. Und jetzt geht aufs Modell hoffentlich genauer ein. Schauen wir mal. Set hat auch einiges an Funktionen, aber bevor ich euch die zeige, schauen wir erstmal, wie groß das gute Stück hierin ist. Er hatte seine Messlatte noch nicht. Okay. Wir liegen hier hinten, ich gebe das hier mal dazu, also über alles 38 cm, dann in der Breite liegen wir bei 15 cm und in der Höhe, ich mache es mal so. Ja, bei guten. Na, wirst du. Die Technik des Maßbandes. 18 cm. Ist also auch nicht ganz klein. Passt. Die 830 Teile. Also, ich glaube, man sieht es dem Modell jetzt vielleicht nicht an, dass es so viele Teile sind. Es sind mehrere Kleinteile, also mehrere kleine Pins, Achsen. Aber es ist ja meistens so bei den Technikmodellen. Genau, er erwähnt es richtig. Technik klingt so oft nach vielen Teilen, wenn man sich Sets anschaut mit 1000, 2000, 3000, 4000 Teilen. Aber natürlich bei Technik sind sehr, sehr viele kleine Teile dabei, eben die von ihm erwähnten Pins, Achsen und so weiter. So, das hier hinten zeige ich euch später. Ich glaube, wir beginnen hier mal beim Führerhäuschen. Wenn ich hier oben an dem Rad drehe, dreht sich hier auch das, ich sage mal, Cockpit 360 Grad. Und hier kann man auch noch die Türen öffnen. Es geht bei dem jetzt natürlich nicht, weil das hier im Weg ist. Aber die Türen, die gehen auch weit auf. Und die sind auch nett gebaut. Ich zeige euch das mal von der Nähe. Also da haben sie sich wirklich was Cooles ausgedacht. Innen drin, das werdet ihr vielleicht so am besten sehen, ist ein Aufkleber mit ein paar Kontrollen, Kontrolltafeln. Ja, passt. Man kann es hier auch so drehen. Manchmal stößt man auch hier mit den Fingern so dagegen. Das ist nicht ganz so schön, aber ja, gibt Schlimmeres. Oh ja, es gibt weit Schlimmeres teilweise. Ja, das ist schon richtig. Hier mit diesem zweiten Rädchen
kann ich hier vorne den Arm auf- und abkurbeln. Und das geht, also es ist von der Übersetzung, das passt vielleicht ein bisschen langsam, aber mich stört es überhaupt nicht. Das Ganze wird hier umgelenkt. Schöne Details, die er zeigt, ja, es passt, ja, wunderbar. Über dieses Zahnrad auf die Achse, die geht hier einmal quer durch und dann unten auf den kleinen Linearaktuator. Man kann den Greifer auch zuschnappen lassen. Es funktioniert hier über diesen roten Achsstopper. Der steckt auf einem roten Achspin und wenn ich das jetzt nach vorne schiebe, schiebt dieser gelbe Liftarm sowohl das große Teil hier als auch die Klaue vorne über dieses schwarze Zahnrad und damit schnappt das Ganze zu. Als nächstes komme ich vielleicht noch zu den Ketten. Ja, Ketten und Tische und gutes Mikro. Immer eine tolle Kombination, aber da kann ich in dem Fall nichts dafür, logischerweise. Wasser. Die laufen auch hier auf meinem relativ glatten Untergrund wirklich gut. Genau, das wollte ich gerade sagen, was er nämlich auch noch erwähnt, oder ich wollte eigentlich sagen, hoffentlich erwähnt, aber was er hier erwähnt ist, dass das auch auf diesem glatten Untergrund gut funktioniert. Was manche Sets, die Ketten haben, vor allem die älteren Sets, die haben teilweise in den Ketten noch so kleine Gumminoppen drinnen. Das ist natürlich auch optimaler, um auf glatten Oberflächen damit fahren zu können. Aber auch bei ihm geht das eigentlich relativ gut. Wenn die Noppen nicht drin sind, muss man teilweise ein bisschen mehr Druck ausüben, damit die Ketten sich dann drehen und nicht einfach über den Boden schleifen. Aber ja, ist halt so. Es passt. Eine Federung an sich ist nicht dabei, aber wir haben hier Federelemente, die als Kettenspanner fungieren. So, fungieren. Ja, yep. Wenn der kleine Teufel zuschlägt und man sich verspricht, kenne ich gut, ihr kennt es aus meinen Videos, ich schneide sie meistens nicht raus, aber es ist alles gut, alles okay. Das ist auch das Schöne, wenn man diese Videos genauso wie ich eigentlich spontan macht oder ohne sich jetzt das Skript zusammenzuschreiben, damit kommen auch kleine Hoppalas vor, passt, lockert's auf, als ist man auch lieber als irgendwie so einfach nur trocken. Und er geht wirklich sehr, sehr schön auf die Details ein. Also fürs erste Video, Hut ab, ja. Wie gesagt, in der Stimme klingt noch die Unsicherheit drinnen, aber er geht wirklich schön auf alle Details ein. Das passt wunderbar. Das sind die gleichen wie im, no, hier sind sie. Das sind die gleichen wie im Mercedes-Benz Arox. Ich gebe mal kurz den Blick hier hinter frei. Yep, der Agox, natürlich. Eines der Top-Modelle, die Lego je herausgebracht hat. In dem Fall finde ich es ein bisschen schade, dass die Greifschaufel so nebenbei herunterhängt. Ich würde es schöner finden, wenn es in der Ladefläche drinnen gehabt hätte, aber okay. 42 x 43, auch Da hat er jetzt die Nummer auswendig. Jawohl, klar. der Drehteller ist dasselbe. Auch das schwarze Zahnrad, weil es mir gerade auffällt, kommt auch beim Arox vor. Also, es sind schon ein paar Teile dabei, die auch beim Arox verbaut werden. Das passt. Hinten habt ihr, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, diese Winde. Die kann ich hier unten lösen und damit weiter herausziehen. Gebe ich die Sperre wieder rein, sitzt das wieder bombenfest. So, wenn ich hier jetzt kurble, passiert zuerst noch gar nichts. Dann muss ich zuerst hier auswählen, welchen Schalter, also wie ich den Schalter betätige, denn das wirkt sich auf die Geschwindigkeit beim Reinkurbeln. Darauf wirkt sich das aus. Sehr schöne Detailaufnahme, wunderbar gezeigt. Und ja, wir lieben alle den Autofokus. Es ist ein Traum. So, ich gebe das hier mal nach von mir aus gesehen links. Also so von mir aus gesehen nach links. Und wenn ich hier jetzt, mache das vielleicht so, es wird glaube ich schlauer sein. Wenn ich hier jetzt kurbel, ihr seht schon, die Geschwindigkeit, mit der er es einholt, ist jetzt nicht ganz so groß. Schalte ich das mal in die andere Richtung, geht es doch deutlich schneller.
Ich habe schon viele Modelle gehabt mit einer Winde, eben zum Beispiel den Defender oder auch den kleinen Jeep. Wobei nach unserem Umbau, den Patrick und ich gemacht haben, ist die Winde ja weg. Aber das Modell ist das erste, was ich sehe, wo die Winde unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Ja, das ist echt interessant, ja. Dafür hat man in diesem Gang mehr Kraft und hier geht es etwas schneller. Kann man ja dann von Situation zu Situation entscheiden. Ja, das waren jetzt eigentlich die Funktionen. Also es hat schon eine Menge. Für ein 50-Euro-Set, das ist ein Preis 60, aber man hat es immer für 50 eigentlich gekriegt. Für ein 50-Euro-Set ist das wirklich gut. 830 Teile sind auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleich das hier mal mit dem 42077er Relica. Da hatte man ja doch 1000 Teile. Das hat aber dann 100 € oder so gekostet. Klar, auch mit Rabatten im Markt, aber mir gefällt das hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser. Ja, und es hat sich nichts daran geändert. Die Preise sind weiter raufgeschnallt. Gut, ja, logisch, in jeder Branche über die Jahre wird es letztendlich teurer. Aber der Unterschied zwischen Preis und Leistung, überhaupt die Preispolitik hinter, also bei Lego, die durchschaut vermutlich eh keiner. Also, aber ja, never ending story. Hier, wo ich es gerade sehe, habt ihr einen roten Feuerlöscher. Ich glaube, die Jungs und Mädels von Lego verbauen den jetzt öfters mal. Der ist ja auch hier beim roten Kranwagen dabei. Ja, passt. Passt wirklich. Hier oben auch die Warnleuchten. Es ist kein Licht dabei, aber ist, glaube ich, sehr realitätsnah. Überall die Scheinwerfer. Ich glaube, die müssen bei der Forst, aber das muss ja alles gut belichtet sein, damit es hier nicht zu Unfällen kommt. Ja, ein ewiges Thema auch, was ich eigentlich schade finde auch, dass Lego grundsätzlich keine Lichtsets anbietet. Es würden sich so viele Modelle anbieten für Licht, vor allem die ganzen Fahrzeuge oder Gebäude. Aber ja, Gott sei Dank gibt es da andere Firmen, wie zum Beispiel Game of Bricks, wo ich die meisten Lichtsets hier habe. Und gerade wie gesagt, so bei so Baumaschinen, die brauchen eigentlich Licht, weil die oftmals tief im Wald unterwegs sind oder eben auch teilweise nachts, da brauchst du starke Beleuchtung. Und die gelben Warnlichter, die braucht man glaube ich sowieso nicht reden. Passt. Die Aufkleber sind wie immer auch von guter Qualität. Ja, klar, nach ein paar Jahren werden sie abbröseln, aber hier merkt man bis jetzt noch nichts. Verzeihung. Ich sehe es jetzt erst, auf dem Aufkleber steht drauf, wenn ich das richtig lesen kann, Brutalis. Na, auch nicht schlecht. Was ich auch nett finde, ist, dass er wirklich auch drauf eingeht, was der Nachteil von Stickern ist, dass eben nach einigen Jahren es wirklich passieren kann, dass die Klebekraft nicht mehr da ist, dass sie sich ablösen. Finde ich schön. Finde ich schön. So, damit glaube ich, haben wir alle Der kleine Huster zwischendurch. Funktionen durch. Zeige ich das Modell noch einmal von unten und verweise hier noch auf die zwei schrägen Paneele, auf die Liftarmrahmen und auf die, das ist vielleicht von der Seite etwas besser, auf diese dunkelgrauen langen Liftarme. Auch die Liftarme in Schwarz sind super, in Gelb sind super. Hier sind schwarze Zahnräder dabei. Hier sind natürlich auch braune Achsen dabei, beige Achsen dabei, gelbe und rote Achsen dabei, aber auch graue. Auch ewige Thematik. Das passt. Das hier ist auch eine wirklich sinnvolle Verwendung von gelben Achsen. Das fällt kaum auf und macht hier bei diesem Modell wirklich Sinn. Ansonsten, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Vielleicht hier noch kurz, wenn ihr die vier Pins hier löst, könnt ihr die Raupen, also diesen Unterteil, von dem eigentlichen Körper hier oben trennen. Das ist nur raufgesteckt und geht auch ganz leicht wieder runter. Also es fällt jetzt nicht runter, sondern man muss einfach hier diese Pins ziehen und dann kann man das auch recht schnell und recht leicht
auseinanderbauen. Ansonsten, ich glaube, ich habe alles gesagt. Langsam kriege ich das Gefühl, dass er versucht, okay, das habe ich jetzt gesagt, das habe ich gesagt, was könnte ich jetzt noch sagen? Oder soll ich das Video schon beenden? Aber irgendwas fällt mir sicher noch ein. Kenne ich. Was zu sagen ist, vielleicht noch kurz ein Verweis auf diese abgeschrägten Achskonnektoren, die aussehen wie Makaronis, sind hier oben vier in schwarz und hier links und rechts jeweils zwei in gelb. Ich glaube, in gelb sind die auch hier erstmals vorgekommen, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ansonsten habe ich euch, denke ich, alles gesagt und gezeigt. Zum Abschluss wollte ich noch sagen, das Set ist cool, mir gefällt's, ich bin froh, dass ich's damals gekauft habe, ist jetzt mittlerweile vom Markt, aber er kriegt's immer noch gebraucht sowieso und auch schaut mal auf brickmerch.de, also ich glaube, ihr habt das letzte Woche nachgesehen, da gibt's es immer noch bei einem Händler für 2 oder 53 Euro original verpackt, also immer noch unterm damaligen Listenpreis und ich denke, dass das Set auch wert. Ich bin froh, dass ich es habe. Ich bin noch froher, dass ich es euch hier gezeigt habe. Und das war es dann auch schon für dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuschaut und wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut, bis bald. Das war ja mal eine kurze Abmoderation. Aber ja. Ja, also grundprinzipiell hat es mir gut gefallen. Ich meine, muss noch mal erwähnen, die Frisur, göttlich. Aber ja. Ja, Sicherheit hat er mittlerweile mehr als genug bekommen. Also seine Videos, Livestreams und so weiter gehen absolut locker von der Hand. Also da hat er sich um Längen verbessert. Wunderbar. Aber ansonsten, ja. Fürs erste Video. Er hat zwar erwähnt, dass er sich selber das erste Video nicht nochmal schauen würde, dass er auch keinen empfehlen würde. Ja, das Problem haben wir alle. Wenn ich an mein erstes zurückdenke, wo er das Reaction-Video gemacht hat, naja. Aber ja, lassen wir das mal. Jo, lieber Luca. Ich hoffe, du hast auch Spaß mit diesem Reaction-Video. Ich wünsche dir nochmals alles, alles Gute zu deinem YouTube-Geburtstag und wollte mal Danke sagen. Danke für eine wunderbare Freundschaft, wenn auch auf Entfernung, was teilweise ein gemeinsames Video erstellen sehr schwer macht. Aber auch das werden wir nochmal hinbekommen oder mehrmals noch, keine Sorge. Und ja, das soll es von mir heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Video. Und ja, bleibt zu unserer Community gewogen. Und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream oder auf einer der kommenden Ausstellungen. Und bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Euer Brickfan, Vienna.